breaky heart. I just don't think he'd understand. Das sieht toll aus, Leute. If you tear my heart, my achy, breaky heart, it might just blow up and kill his man. Don't tear my heart, my achy, breaky heart. I just don't think he'd understand. If you tear my heart, my achy, breaky heart, it might just blow up and kill his man. Die 2TV am Stoppelmarkt in Vechta und neben mir sitzt der Dirk Gläser von den Mavericks. Grüß dich, meine liebe Kerstin. Ja, hat ja lange gedauert, aber wir haben es nach 2 Jahren geschafft. Es gibt Schlimmeres, ne? Richtig. Ich habe auch an Interviews länger gearbeitet davon ab. Dirk, erzähl uns bitte mal ein bisschen was über die Mavericks, weil ich habe sie ja vor 2 Jahren kennengelernt und einfach eine geile Truppe. Ja, das hast du schon mal das Wesentlichste erkannt. Das ist eine geile Truppe. Warum ist sie so geil? Weil wir haben... finde ich, wir sind alten Songs treu geblieben, machen die aber modern und rockig und versuchen das mit ein bisschen Show zu kombinieren und dann haben wir noch unsere Dance Ladies dabei, sodass du halt auch was fürs Auge hast, ne, was fürs Ohr und ein bisschen Humor, ne? Das ist so. Geht ihr nur in Richtung Country oder was macht ihr sonst noch? Nein, also in unserem Live-Programm hast du auch eine Menge Oldies und Rock'n'Roll und Evergreens und es ist sogar so, dass wir... Ich meine, A gibt es ja nicht mehr so viel Country- und Trucker-Festivals. Ne? Also musst du natürlich auch gucken, dass du woanders dein Geld verdienen kannst. Und wir sind bei vielen anderen anders gelagerten Veranstaltungen, wo wir auch mit viel Erfolg nach Hause gehen. Also es gibt viele Firmen-Events, es gibt Stadtfeste und es gibt auch andere Konzerte. Wir machen zum Beispiel so Kurkonzerte auch ganz gerne. Ja, denke ich einfach mal, weil, entschuldige, wenn ich das so sage, so jung seid ihr ja alle auch nicht mehr. Ah, es geht doch nicht darum, was im Ausweis steht. Richtig, eure Musik ist super jung und kommt auch so rüber. Ich habe heute gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, die live an den Instrumenten spielen. Ja, das stimmt, heute sind wir zu fünft. Und bei den Dance Ladies, wie viel habt ihr da? Ja, heute sind wir zu viert mit den Tänzerinnen. Manchmal sind es auch 5. Wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall jede Menge. Ja. Und dann auch so in Richtung, ja, wie soll ich das sagen, mir fällt dazu jetzt kein passendes Wort ein. Bonanza-Effekt, sag ich einfach mal. Wenn du Bonanza-Effekt mit Show-Effekt gleichsetzt, dann, ja, natürlich verkaufen wir auch ein gewisses Klischee, aber wie gesagt, moderner. Ne? Und das machen die Mädchen auch. Also du lebst jetzt nicht von unseren Dance-Ladies, dass die Line-Dance oder Square-Dance tanzen. Also das ist eine moderne Choreografie für die, die professionell trainieren und wo auch viel Körperspannung und so weiter gebraucht wird. Richtig, und das sieht man denen noch an. Ja, das hoffe ich. Ja. Vor allem so, also ich meine, das war vor 2 Jahren mit dem Konkon tanzen. Ja, der Konkon ist auf jeden Fall dabei, ja. Da bin ich doch nicht so ganz im falschen Kino, geht's ja. Sag mal, was hast du demnächst vor mit den Mavericks? Was ich demnächst vorhabe? Also in 3 Wochen bin ich mit der Band unterwegs nach Sri Lanka. Da fahren wir ja seit 1992 jedes Jahr hin und machen dort immer eine Konzertreise zugunsten von... jetzt sind die Lichter ausgegangen. Geht es noch? Stimmt. Hast du uns noch drauf? Ja, hat er noch. Ja, machen wir immer eine Konzertreise zugunsten von Kinderhilfsprojekten. Und da fliegen wir in 3 Wochen hin. Das ist schon mal erstmal der nächste Meilenstein. Dann wird es irgendwie Ende des Jahres, wahrscheinlich eher Anfang des Jahres, im ersten Quartal eine neue CD geben. Und naja, so geht es halt immer weiter. Wie viele CDs habt ihr mittlerweile auf dem Markt? Ich habe die alle bei mir an der Wand hängen. Also da hängen, ich weiß es nicht, also bestimmt erstmal 10 eigene. Und da gibt es natürlich noch ohne Ende so Sampler oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Also jede Menge, die du gar nicht mitzählen kannst. Ja, genau. Also ich kann sie natürlich zählen, aber ich weiß es auswendig. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Ihr habt auch viele Coversongs, aber ihr habt auch ganz, ganz viele eigene Songs. Schreibst du die selber? Ja, also ich schreibe Songs und der Frank, unser Klavierspieler, schreibt viele Songs. Der Wolfgang, unser ehemaliger Schlagzeuger, der immer noch zum Produktionsteam gehört, der schreibt Songs. Also da schaue ich immer, wer den schönsten Song hat. Ne? Wählst du also aus? Ja. Oder ihr zusammen? Nee, das mache ich schon. Also ich produziere die CDs letztlich und die erscheinen ja auch oftmals unter meinem Namen, unter dem Künstlernamen Dirk Maverick oder D. Maverick. Und das ist ja nicht immer eine Bandaktion. Dirk, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass es nach 2 Jahren endlich geklappt hat. Hurra, ja, ich danke dir. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, alles, alles Gute, ganz, ganz viel Erfolg und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst öfter. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Danke dir. Danke euch auch. Schönen Abend. Get down,
Party im Garten und ich sitze auf der Bank. Ich bin schon ziemlich lustig, vor allem Whisky, den ich trank. Ja, ich komm nach vorne und dann wird was losgemacht. Auf wildes Leben Samstagnacht. Oh yeah! Schnapp dir deine Geige und die Taschen voller Geld. Und dann machen wir mal das, was uns gefällt. 6 Uhr früh wird das Licht ausgemacht. Wildes Leben Samstagnacht. Yeah. Schnapp dir deine Geige und die Taschen voller Geld. Und dann machen wir mal das, was uns gefällt. 6 Uhr früh wird das Licht ausgemacht. Wildes Leben Samstagnacht. Oh.